Hallo liebe Kinder, wir begrüßen euch wieder zu einer kleinen Sporteinheit. Heute mal wieder ohne Ball, weil ganz viele geschrieben haben, dass das ganz lustig war, auch mal einfach beim Spaziergehen Sport zu machen und dass man nichts mitnehmen braucht. Und deswegen machen wir heute wieder ohne Ball. Aber bevor wir anfangen, wollen wir Jonathan und Emil noch alles Gute nachträglich zum Geburtstag wünschen. Und jetzt? Genau, dann starten wir einfach jetzt mit einem kleinen Lauf-ABC wieder. Genau, ja? Viel Spaß! So, dann starten wir mit unserem ABC-Lauf. Und bevor wir beginnen, ist es ganz wichtig, dass ihr schaut, wie der Untergrund ist. Jetzt gerade mit dem Schnee ist es ganz wichtig, dass ihr vorher guckt, dass ihr keine Steine drunter liegen habt oder vereiste Flächen, nicht dass ihr hinfallt und euch verletzt. So. Als allererstes. Ist okay. Sehr gut. Als allererstes beginnen wir mit einem lockeren Einlaufen. Wie ihr seht, haben wir uns jetzt hier aus der Umgebung was gesucht. Ihr könnt natürlich auch Bäume nehmen oder Sträucher oder Laternen. Wenn ihr eure Beine so ein bisschen aufgelockert habt mit dem Laufen, geht ihr über in den Hopserlauf. Ganz locker. In den Hopsen. Dann nehmt ihr mal die Arme ein bisschen mit. Dann merkt ihr, dass ihr schon ein bisschen mehr in die Höhe kommt. Und wenn ihr die Arme richtig mit Schwung noch dazu nehmt und aus den Beinen noch ein bisschen in die Beine noch ein bisschen mehr Kraft gebt, dann könnt ihr auch den Hopserlauf richtig schön in die Höhe bringen. Was man auch machen kann, ist den Hopserlauf nicht in die Höhe, sondern eher in die Weite zu springen. Da ist aber, wie gesagt, ganz wichtig, dass ihr schaut, dass ihr nicht wegrutscht. Das heißt, ihr macht einfach größere und weitere Sprünge. Als nächstes gehen wir in den Seitstellschritt. Was? Seitstellschritt. Da wäre es schön, wenn ihr darauf achtet, dass, vielleicht schafft das ja sogar, dass ihr die Füße, dass sie sich berühren in der Mitte. Ja, also dass ihr nicht einfach immer nur so zur Seite springt, sondern dass ihr wirklich Schritt berühren und also dass ihr quasi den Schritt immer weiterführt und die Füße in der Mitte zusammenführt. Erhöhte Schwierigkeit ist, wir machen nicht den Seitstellschritt, sondern wir machen den Überkreuzstellschritt. Das heißt, ihr geht immer mit dem, wie Tommy das jetzt macht, das linke Bein geht quasi mal die Richtung vor und das rechte Bein geht vor und abwechselnd zurück. Das könnt ihr langsam machen und wer das gut hinkriegt, kann natürlich auch da die Geschwindigkeit erhöhen. Und als nächstes machen wir den Kniehebelauf. Ja, das ist fast so wie der Hopserlauf, nur dass die Schritte viel kleiner sind, die Knie kommen höher. Und auch da könnt ihr versuchen, dass ihr vielleicht mit den Knien an eure Hände kommt. Wenn das nicht klappt, dann ist es auch nicht schlimm. Und nach dem Kniehebelauf machen wir das Anfersen. Das heißt, wir versuchen mit den Fersen hinten an den Po ranzukommen oder macht eure Hände lieber an den Po ran, das ist eine nasse Hose. Und auch da könnt ihr natürlich ein, zwei Wiederholungen auf Strecke machen. So, und als letzte Runde machen wir nochmal ein lockeres Laufen, um die Beine nochmal schön auszuschütteln. Gut, wenn ihr jetzt warm seid, können wir in die nächsten Übungen übergehen. Nächstes tun wir was für unsere Sprunggelenke und für unsere Sprungkraft und wir fangen mal an mit schnellen Füßen. Also Claudi wird jetzt auf der Stelle ganz schnell auftippeln, genau, die Hände ruhig mitnehmen und dann 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Stopp. Genau, kurz ausruhen, kurz ausschütteln und dann machen wir nochmal eine Runde bis 10. Los, ab geht's. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1, klasse. Mal kurz ausschütteln. Jetzt tun wir was für unsere Sprunggelenke. Dazu fangen wir mal an mit dem Hampelmann. Genau, und den Hampelmann kann man auch so machen, dass man nicht nur nach oben klatscht, sondern auch nach vorne. Probieren wir aus, die Arme nach vorne zu klatschen, super. Ja, auch hier könnt ihr immer wieder 10 bis 20 Wiederholungen machen, dann macht er eine kurze Pause und dann macht er das Ganze nochmal. Eine andere Variante wäre jetzt, wenn, oh, Claudi schüttelt sich kurz aus, kurze Pause, genau, auch für Claudi eine Pause. Eine andere Variante wäre, wenn er jetzt weiter immer wieder vorwärts klatscht und die Beine auch vorwärts nimmt, also wie bei der Hampelfrau. Genau, vor, zurück die Beine und die Hände klatschen wieder nach vorne zusammen. Und auch hier die Variation, dass wir die Hände wieder oben zusammen klatschen und die Füße trotzdem vorwärts und rückwärts springen lassen. Jawohl, komm noch 5, 4, 3, 2, 1. Super, kurz ausschütteln. Und am Ende machen wir noch ein paar Jumping Jacks. Ja, also geht ein bisschen in die Hocke und springt dann immer aus der Hocke raus. Probier mal, einmal in die Hocke gehen und dann hochspringen, genau. Und wieder in die Hocke, jawohl. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Jetzt sind unsere Kraftübungen vorbei. Und als nächstes machen wir ein bisschen was für unser Gleichgewicht. Dafür stellen wir uns auf ein Bein, strecken die Arme ein bisschen zur Seite aus und versuchen mal das Gleichgewicht zu halten. Und um das alles ein bisschen schwieriger zu machen, bewegt ihr jetzt das angewinkelte Bein nach vorne und nach hinten, schön langsam. Sehr gut, und jetzt versucht ihr das mal, das Bein hinten zu halten. Geht mal ein bisschen in die Waage, genau. Und wer es schafft, kann ja mal mit einer Hand den Boden berühren vorne. Und wem das immer noch zu einfach ist, der nimmt die zweite Hand dazu. Sehr gut. Und jetzt stellen wir uns wieder langsam hin, versuchen noch im Gleichgewicht zu bleiben und stellen den Fuß ab. Das gleiche machen wir mit der anderen Seite. Also wieder auf ein Bein. Genau, schön das Gleichgewicht halten. Dann langsam das angewinkelte Bein vor und zurück bewegen. Dann geht ihr wieder in die waagerechte. Das Bein, das gestreckte Bein hebt sich hinten hoch. Ihr seht, das ist nicht so einfach. Versucht vielleicht mal wieder eine Hand zum Boden. Ja, die zweite auch. Das ist nicht so einfach. Sehr gut. Und jetzt langsam wieder hoch, im Gleichgewicht bleiben und den Fuß abstellen. Nächste Übung, ihr stellt euch wieder auf ein Bein. Das andere winkelt ihr an. Und Tommy hat ja jetzt das linke Bein angewinkelt, also nimmt er auch den linken Arm nach oben. Und versucht jetzt mit der Hand das Schienbein seines gestreckten Beines zu berühren. Alles im Gleichgewicht, genau, auf einem Bein stehen bleiben. Das sieht gut aus. So, und das Ganze macht ihr mit der anderen Seite. Also rechtes Bein anwinkeln, rechter Arm nach oben und mit der rechten Hand das linke Schienbein berühren.
Und um jetzt eine Übung für beide Beine zu machen, darf Tommy jetzt eine Kniebeuge machen. Genau, für die Kniebeuge streckt ihr die Arme nach vorne und versucht mit den Beinen einen rechten Winkel zu bilden. Also es ist quasi wie auf den Stuhl setzen. Also hinsetzen und wieder aufstehen. So, noch 5, 4, 3, 2, 1. Und auch hiervon gibt es eine schwierigere Form, und zwar das Ganze mit einem Bein. Also ihr stellt euch auf ein Bein, das andere streckt ihr leicht nach vorne und jetzt versucht ihr auch hier in die Knie zu gehen. Versucht mit den Armen das Gleichgewicht zu halten und auch hier. So, noch 3, 2, 1 und das Ganze mit der anderen Seite. Ihr seht, dass das nicht ganz so einfach ist. So, 3, 2, 1 und stopp und die Beine ausschütteln. Nachdem wir was für die Beine getan haben, werden wir jetzt mal ein bisschen was für die Arme tun. Und zwar läuft Claudia zwischen den beiden Bäumen immer hin und her. Und jetzt nehmen wir mal unseren rechten Arm mit ins Spiel und probieren den immer vorwärts zu drehen. Genau, Armkreise vorwärts, und zwar nur der rechte Arm. Schön vorwärts kreisen lassen. Und wir wechseln mal auf den linken Arm. Der linke Arm geht vorwärts. Genau, super. Und wenn du am Baum angekommen bist, müssen wir beide vorwärts. Beide Arme vorwärts, genau. Und danach auch mal mit dem rechten Arm rückwärts kreisen. Und da wir auch wieder zwei Arme haben, auch den linken Arm rückwärts kreisen lassen. Und jetzt beide Arme rückwärts. Und wenn du es jetzt noch hinkriegst, einen Arm vorwärts und einen Arm rückwärts. Genau, ganz langsam erstmal zum Vorzeigen für die Kinder. Genau, probiert einen Arm vorwärts, einen rückwärts. Wenn nicht, probiert es erstmal im Stehen aus. Und wenn ihr merkt, ja, das klappt, dann könnt ihr loslaufen. Jawohl, super. Und einmal ausschütteln. Klasse. Jetzt sind eure Arme und Schultern hoffentlich ein bisschen warm und aufgelockert. Und jetzt machen wir noch ein bisschen was für die Armkraft und auch, naja, eigentlich für den ganzen Körper. Dafür geht Tommy in den Liegestütz. Ihr könnt auch so, wie wir es letzte Woche schon hatten, ein Geländer, eine Bank. Vielleicht liegt irgendwo ein ganz groß umgefallener Baum, auf den könnt ihr das natürlich auch machen. Oder ansonsten auf dem Boden. Genau, Tommy ist schon im Liegestütz und jetzt zählen wir mal bis 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wem das so einfach ist, der kann den Liegestütz auch andersrum machen. Dafür packt ihr die Füße da aufs Gelände und geht in den Liegestütz. Und jetzt zählen wir auch bis 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr gut. Nun haben wir ein bisschen was noch für die Armkraft gemacht. Dann machen wir als letzten Part noch was für die Körperspannung. Dafür gehen wir noch mal in den Liegestütz. Machen jetzt aber keine Liegestütze, sondern halten den so. Genau, passt mal schön mit dem Boden auf, dass er nicht wegrutscht. Und jetzt könnt ihr mal abwechselnd den rechten und den linken Arm nach vorne strecken.
Und das könnt ihr nicht nur mit den Händen machen, abwechselnd, sondern auch mit den Beinen. Dafür wechselt ihr das rechte und das linke Bein ab. Wem das so einfach ist, in den Liegestütz diese Übung zu machen, der kann auch wieder den umgedrehten Stütz machen, also die Füße auf das Geländer und halten und jetzt die Arme abwechselnd nach vorne. Und heute scheint so schön die Sonne, da können wir auch noch den Sonnengruß machen. Dafür strecken wir den Arm nach oben und drehen uns. Sehr gut. Und das Ganze mit der anderen Seite. Und ein letztes Mal mit der linken Hand. Perfekt. Liebe Kinder, wir hoffen, euch hat es heute gefallen. Wir werden gleich noch ein bisschen auslaufen gehen, aber vorher noch schöne Grüße von Erik. Bleibt gesund und munter, eure Claudi und euer Tommy. Tschüss.